Lieben, heute gibt es ein ganz besonderes Video. Es ist für mich und für Hamza total besonders, denn es startet wieder meine Ramadan-Reihe. Mittlerweile im vierten Jahr ist das zu fassen. Die vierte Ramadan-Reihe, angefangen vor 4 Jahren. Generell haben wir, glaube ich, vor 4 Jahren angefangen mit YouTube. Da hast du auch die Hände gezeigt. Da habe ich nur die Hände gezeigt. Das da ist so krass. Da war ich doch ganz, ganz schüchtern. Ja, das stimmt. Und jetzt spreche ich zu euch face to face quasi. Und ich möchte heute mit der Ramadan-Reihe starten mit einem DIY. Sonst haben wir auch immer gequatscht im ersten Video. Und das können wir jetzt auch machen. So ganz locker. Ich zeige euch, wie ihr einen Ramadan-Kalender machen könnt. Und nebenbei wird noch ein bisschen gequatscht. Die Idee ist folgende. Wir nehmen uns jetzt etwas. Ich habe erstmal überlegt, einen Kleiderbügel. Dann dachte ich mir, nee, sieht nicht so schön aus. Ihr könnt es aber nehmen, es ist auch kein Problem. Könnt es dann schön verkleiden. Mit Blumen zum Beispiel und einer Heißklebepistole. Der Hamza, und da bin ich richtig stolz auf dich, dass du das gekauft hast, der hat vor einem Jahr das hier gekauft. Ein Ring. Also, der hat es mir per WhatsApp geschickt, du warst, glaube ich, in der Stadt und meinte, soll ich das mitnehmen? Na, ich wollte dir eigentlich einen Ring kaufen. Ach so. Ich diesen Ring gefunden. Ja, ist ja, passt ja fast so in die Hand. Auf jeden Fall hat er es gekauft. Ich muss ehrlich zugeben, auf WhatsApp sah es schön aus, als er mir es rübergeschickt hat und gefragt hat, ob er es holen soll. Und seitdem liegt es einfach nur im Schrank rum. Und jetzt habe ich mir gedacht, perfekt. Das findet ihr eigentlich fast überall. Also läuft man echt durch die Stadt, obwohl aktuell Corona-Phase ist, ein bisschen schwierig. Aber vielleicht habt ihr auch jemanden, der sowas daheim hat. Ansonsten nehmt gerne einen Kleiderbügel. Und das möchte ich jetzt trotzdem noch ein bisschen verschönern. Hier sind zwar schon Blumen dran, ihr könntet auch noch weitere Blumen dran kleben mit einer Heißklebepistole. Aber ich mache das jetzt so, dass hier ein Halbmond dran kommt. So, und das schneiden wir jetzt allererstes aus. So, falls ihr auch Probleme habt, irgendwie einen Halbmond zu zeichnen, nehmt euch einfach 2 Tortenringe, 2 Schüsseln, irgendwas, was ihr da habt. Ich glaube, die wenigsten haben 2 Tortenringe zu Hause. Ja, das macht ja nichts. Man kann auch 2 Schüsseln nehmen oder Deckel von irgendwas und dann einfach einzeichnen und dann kann man sich das ganz einfach ausschneiden. Ich habe es schon vorbereitet. So, genau, so sieht es dann aus und ich finde es total ästhetisch. Also, kann man nichts sagen, oder Hamza? Perfekt. So, jetzt schnappt ihr euch hier dieses Klebezeug. Ihr könnt auch doppelseitiges Klebeband nehmen. Oder zum Beispiel Heißkleber. Ich glaube, das ist von Patix oder Patafix oder so. Genau, irgendwie sowas. Ich habe den Namen jetzt auch nicht mehr im Kopf. Aber jetzt drücke ich das einfach dran und fertig. Was sagt ihr? Ich finde es süß. Was sagst du? Ich finde es schick. Schön, also ich finde es süß. Warum? Aber fehlt ja noch was. Ja, klar, es kommt ja jetzt noch alles. Aber vorab, warum immer die Mondsichel? Das ist vielleicht auch nochmal ein ganz interessantes Thema für die Nicht-Muslime unter uns. Ihr wisst ja, die Ramadan-Reihe ist für jeden. Ich habe erst vorgestern noch eine Nachricht bekommen von Ramona, dass sie sagte, ich bin Christin und freue mich wahnsinnig auf deine Ramadan-Reihe, weil sie die orientalischen Rezepte immer mag. Aber zurück zur Mondsichel. Warum immer das Symbol? Es liegt einfach daran, dass man im Islam nach dem Mondkalender geht und der Ramadan, das ist der Name des 9. Monats. Und wenn die Mondsichel gesichtet wird, dann beginnen wir zu fasten und dann vergehen 29 oder je nachdem 30 Tage. Und wenn sie dann erneut gesichtet wird, dann gibt es das, ja, man sagt Zuckerfest. Mir gefällt das Wort nicht so. Es hat sich irgendwann mal eingebürgert, ne? Ich glaube, weil man den Kindern immer... Ja, irgendwie, ne? Oder weil man den Kindern immer Zucker gibt. Aber eigentlich ist es zum Beispiel im türkischen Ramazan Bayram, Bayram, das kennt ihr alle. Oder im Arabischen, das ist auch Eid al-Fitr. Eid al-Fitr, ich kann es nicht so gut aussprechen wie du. Aber genau, so sieht's aus. Und jetzt fehlen ja noch die Türchen, die Päckchen, die 30 Stück. Und die machen wir jetzt auch ganz oder einfach. Oder auch 29. Oder auch 29, ist ja immer sehr überraschend. So, und jetzt hole ich mir alles und zeige euch dann, wie ich das mache. Ich hoffe 29. Ja, ich auch. So, jetzt nehme ich mir hier solche Tüten, die könntet ihr auch kürzer schneiden, damit sie vielleicht kleiner sind. Ich weiß ja nicht, was ihr verschenken möchtet. Es kommt auch immer drauf an, wie alt ist das Kind oder wie alt ist der Erwachsene. Das ist ja auch eine schöne Idee für Erwachsene. Ich werde so machen, dass ich es Hamzas kleinen Schwester schenke. Ich habe mich schon gefreut, ich dachte für mich. Nein, nicht für dich. Aber Emida, wenn du das siehst, kannst du dich schon mal freuen. Das bringen wir dir auf jeden Fall morgen vorbei. Aber den Inhalt verrate ich hier noch nicht, damit sie es nicht sieht. Aber ich habe hier so ein paar Beispiele. Zum Beispiel, was immer geht, ne? Also Schokolade oder selbstgebackenes, da müsst ihr nur drauf achten. Bitte keine Datteln mit Schokolade. Datteln mit Schokolade, die isst man einfach so. Die müsst ihr jetzt nicht hier reintun, aber müsst halt darauf achten, dass die Tüten auch lebensmittelecht sind, ne, wenn ihr sowas macht. Eine Handcreme, eine kleine Süße oder Kerzen. Also für meine Schwägerin, das ist jetzt Schwägerin, das hört sich so alt an. Wie alt ist die Emida jetzt? Ich glaube, die ist 13. 13, genau. Bietet sich halt gut an. Es kommt immer drauf an, wer es ist. Ihr wisst es am allerbesten. Wir machen uns das jetzt einfach und nehmen uns so eine Tüte. Und dann, ich lege da jetzt zum Beispiel hier diese Schokolade rein. Und dann machen wir die zu und schnappen uns eine Klammer. Wichtig ist,
Ich glaube, bei dem Beispiel kann man auch so sagen, okay, das kann ich jetzt kürzer schneiden, weil da nicht viel richtig, drin ist. Genau. Das halt weniger. Da hast du recht, das könnte man auf jeden Fall kürzer schneiden. Dann nehmt ihr euch so eine Klammer mit Loch. Achtet darauf, dass die vorne so ein kleines Loch hat. Dann nehmen wir uns ganz einfach von diesem, Kordel, Baumwollschnur und schieben die einfach da durch. Und das machen wir jetzt 29 oder 30 Mal. Tada! Erstes Türchen ist fertig. Jetzt muss ich mir noch überlegen, was ich in die anderen... Erstes Türchen ist fertig, stimmt. Und ihr könnt jetzt auch beschriften, wenn ihr möchtet, dass zum Beispiel der Beschenkte das immer am bestimmten Tag aufmacht. Oder ich mache das so, ich mache 29 Mal, ich gehe auf Nummer sicher, ich mache 29 Mal eine Kleinigkeit rein und im 30. Türchen dann kommt was Besonderes und das markiere ich dann einfach mit einem Sternchen oben drauf. Das ist dieses Eidgeschenk, weil es ist Bayram-Geschenk. Genau, das ist Bayram-Geschenk. Da kommt dann natürlich was Besonderes rein, ne? Genau, so machen wir es. Uns ist gerade die Idee gekommen, weil das doch so süß aussieht mit dem Sternchen, dass wir jetzt einfach überall ein Sternchen dran machen und dann doch die Zahlen draufschreiben. Meine Idee. Hamsas Idee. Tada! Fertig ist der Selfmade Ramadan-Kalender. Ich finde ihn richtig, richtig schön. Also mir gefällt der sehr gut. Ich würde mich auch sehr freuen über so ein Exemplar. Nur leider macht mir das niemand. Aber ist nicht schlimm. ja. Ich würde nicht mal einen hinbekommen. Nein, das ist echt easy. Es ist schnell. Es ist auch günstig. Also macht's gerne nach. Ich wünsche euch jetzt viel Freude beim Nachmachen. Viel Freude bei unserer Ramadan-Reihe. Euch erwarten orientalische Rezepte rund um den Globus, nicht nur türkisch, nicht nur arabisch. Wir machen was Albanisches. Ach, ich verrate einfach nicht so viel. Ihr könnt euch einfach überraschen lassen und dann könnt ihr euch auch gerne die anderen Einführungsvideos von den letzten Jahren angucken. Da haben wir auch ein bisschen mehr. Ja, wir haben, also heute habe ich jetzt nicht so viel über Tieferes gesprochen. Das habe ich bei den anderen Malen gemacht. Heute sollte es einfach nur ein hübsches DIY werden. Und ich freue mich, wenn ihr zahlreich einschaltet, teilt fleißig, erzählt es euren Schwestern, Brüdern, Tanten, Onkels, allen, die ihr kennt. Verbreitet die Nachricht, Kikis Ramadan-Reihe ist wieder da. Und dann sehen wir uns bei meinem nächsten Rezept. Tschüss, eure Kiki und der Hamza.